Hallo meine Lieben, hier habe ich etwas für Leute, die ein hartes Leben hatten und hier sich entspannen wollen. Für 75.000 Euro vor Ort können wir natürlich mit dem Hausbesitzer versuchen, den Preis zu drücken. Und das wäre die Aussicht, das ist jetzt nicht die Aussicht von der Villa selber. Wie ihr wisst, sagen wir in der Türkei zu fast allem, was ein eigenes Häuschen wäre, Villa. In dem Fall wäre es eigentlich eine Doppelhaushälfte. Und das sind die Gemeinschaftsbereiche, Gemeinschaftsparkplatz, Gemeinschaftssauna, Gemeinschaftshammam und Pool sowieso, Pool haben wir und Gemeinschaftstennisplatz soll es geben. Hier wäre die Zufahrtsstraße und hier ist der Balkonbereich, schön verziert. Und ihr hättet die Julia als Nachbarin, die wohnt, glaube ich, dort in der Nähe in irgendeiner Villa-Hälfte wohnt sie. Und das sind zwar nur drei Zimmer, aber es ist schön interessant aufgeteilt. Die Küche wäre oben, Wohnzimmer wäre unten und das wäre der Balkonbereich. Hier der Eingangsbereich mit der Anführungsstriche Veranda oder Balkon, nennt es wie ihr wollt. Und es wird möbliert verkauft und wir haben ca. 90 Quadratmeter und die Küchengeräte sind auch dabei. Also, wer seine Ruhe haben möchte in einer fantastischen Gegend, das jetzt ist die Aussicht von der Küche, ja, in einer sehr ruhig gelegenen Gegend, also wirklich sehr, sehr ruhig gelegenen Gegend. Der Stadtteil nennt sich Bektaş und man hat Burgblick und Meerblick und wirklich top. Und wie gesagt, Möbel und Klimaanlagen, alles ist mit dem Preis inbegriffen und wir müssen nur noch runterhandeln. Also, wer Lust hat, meldet sich. Hier haben wir das Bad. Und ja, ein Küchentisch wäre dort vielleicht nicht schlecht, statt so ein Sofa. Aber es kann jeder machen, wie er möchte. Ich muss aber dazu sagen, ich will ja nicht, dass mir irgendjemand an Bein pisst. Von da oben nach unten zu kommen, oder umgekehrt, ist es schon mindestens 20 Minuten Autofahrt. Mindestens, ja. Und da ist nichts mit E-Roller. Da geht nichts mit E-Rollern, ja. Wenn, dann ist dann der Akku leer. Ali, dann ist der Akku nur leer, wenn man so fett ist wie du. Dann ist der Akku leer. Bei mir nicht. Ich kann bis nach Honolulu fahren, weil ich bin schlank und dürr. Ich hab's euch nur gesagt. Ne? Ich hab's euch nur gesagt. Ansonsten top, wirklich, ansonsten top. Schön entspannen, dorthin sich hinsetzen, einen Kaffee trinken, mit den Nachbarn plauschen und eine Runde schwimmen gehen im eigenen Pool. Also, wer Lust hat, meldet sich. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Video.